Ahoi, liebe Sammlerkameraden und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von mir, von eurem Mr. Benny Fives Sammlerstube. Ja, vor uns hier befindet, oder eher gesagt, vor mir befindet sich ein schönes, feines Paket, was ich natürlich jetzt mit euch gemeinsam auspacken möchte. Ja, ich habe es hier schon mal geöffnet. So. Könnt ihr schon sehen. Hier ist noch was. Hier haben wir die Beschreibung. Ja, und zwar haben wir hier einen Megatron, die Leader Class Edition. Und ja, wie gesagt, in einem Custom Stil. Ja, sieht richtig geil aus. Also wenn ihr euch das mal das Original anguckt, ne, ist das hier auch schon so rostig und alles, aber es sieht halt eben nicht so geil aus wie der hier, ne? So richtig schön dreckig, verschmutzt. Ne, richtig geil. Und hier haben wir den Igor. Das ist ja so gesehen Megatrons Haustier. Dann hier die Knarre. Die gehört ja hier unten irgendwo rein. Hier kann man die reinmachen, aber ich werde den sowieso halt als Bot aufstellen. So, und dann waren hier noch ein paar Sachen drin. Na, hier Customs. Einfach mal hier ein bisschen Werbung machen, woher das kam. So, und hier die deutsche YouTube-Nerd-Kiste. Ja, und den hier, Tim Case Nerd Crate, ist mir sogar ein Begriff. Ja, den kenne ich hier durch Bergers Vorstellung von dem Andreas. Liebe Grüße an dich, aber auch liebe Grüße an dich, Tim. Ja, auch wenn wir uns nicht kennen, aber ich habe schon mal ein bisschen auf deinem Kanal rumgestöbert und mir ein, zwei Videos angeguckt. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Ah, hier hinten ist auch noch was drauf. Einfach hier mal ein bisschen Werbung. Warum auch nicht? Ja, und die Collector's Bay kenne ich ja auch durch den guten Andreas Bergers Vorstellung. Liebe Grüße an dich. Den verlinke ich auch mal hier unten. Genauso wie den Tim Case Nerd Crate. Ja, richtig geil. Ja, ich finde aber, dass der. Ich habe Angst, dass ich da jetzt was abbreche, weil der ist doch zu weit oben. Ja. Scheiße, Alter. Ich möchte jetzt hier nichts kaputt machen. So, jetzt bist du aber richtig drin, oder? So, jetzt aber. Können den hier reinsetzen. Keine Ahnung, hier kann man den bestimmt reinsetzen. Ja, richtig geil. Hammer, Hammer. Wie kann man das so erkennen? Also ich hätte den ja wohl gerne zweimal gehabt, so, ne? Einmal dann halt als Bot und dann hier als Fahrzeug dann. Aber
Man kann ja nicht alles haben, ne? Dann natürlich hier die Waffe. Ja. Ist auch richtig geil. Geil gemacht. Dann natürlich dann hier die Beschreibung. Hoffentlich kriege ich das so hin. Wird schon schief gehen, ne? Wie man so schön sagt. Ja, werde ich gleich mal gucken. Ja, dann können wir ja auch hier dieses Tuch hier abmachen. Igor, hier bitte nicht wegfallen. Gucken, wie kriege ich das denn jetzt hier ab? Ach, hier unten kann man es lösen, oder? Ja, doch. Ja, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich Grobmotoriker. Ja, sieht aber richtig geil aus. Jetzt ist er richtig durch Matsche. Durch Matsche und durch die Wüste gefahren. Ja, so sieht es halt unten aus. So von oben drauf. Richtig cool. Spikes hier, hier vorne, damit es auch weh tut. Dann hier oben auch nochmal, richtig geil. Ja, dann werde ich jetzt mal versuchen zu transformieren und dann hoffe ich, dass wir uns dann gleich wiedersehen, wenn ich ihn als Bot transformiert habe. Über einen Monat später kann ich endlich hier den transformierten Megatron präsentieren. Jetzt fragt ihr euch, wie über einen Monat? Ja, das Problem ist, ich hatte zeitlich bedingt keine Zeit mehr, ihn dementsprechend abzudrehen und das Video fertig zu machen. Also die erste Sequenz, die ihr seht mit dem LKW, das ist vom 7. März. Und jetzt, wo ihr das ganze Video jetzt seht, ist der 21. April. Ich will es heute auch noch hochladen. Ursprünglich sollte es ja am 17. April eigentlich hochgeladen sein. Aber ja, da habe ich es halt auch nicht gepackt von der Zeit her. Ja, und dann hat sich jetzt hier auch noch ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt auch ein neues Smartphone. Das heißt, das nächste Video, das werde ich, ich hoffe, ich schaffe das heute auch noch. Das Unboxing-Video, was ich hochladen möchte. Also die nächsten Videos ja, könnt ihr dann halt in einer sehr, sehr schönen Qualität sehen. Und zwar ist das Ganze in einem 4K-Format. Und das drehe ich jetzt noch in 1080p ja, mit 60 Frames. Aber die nächsten Videos, die werden dann dementsprechend in 4K abgedreht. Ja, bin auch mal gespannt, wie das Ganze dann ablaufen wird. Aber in dem nächsten Unboxing, da werde ich ein bisschen was erläutern, ganz kurz. Aber hier soll es jetzt erstmal um Megatron gehen. Ich werde ihn jetzt auch gar nicht großartig bewegen, weil ich würde ihn gerne so mir jetzt halt hinstellen. Ja, ein bisschen klobig steht er halt noch ein bisschen. Er war schon ja ein bisschen tricky, ne? Also den zu transformieren. Man musste echt wirklich gucken, wo man was hindrückt und ja aufhebelt. Also manchmal hatte ich echt das Gefühl, ich breche mir da jetzt gleich irgendwie was ab oder so. Also man braucht da wirklich, wirklich Geduld für. Ja, und es kommen jetzt demnächst ja noch ein paar Transformers. Bei einem einen Transformer, ja. Ich hoffe, dass der leicht zu transformieren ist, weil der schon im Bot-Modus transformiert. Das heißt, ich muss ihn erst in Fahrzeug, muss ich ihn erst dementsprechend transformieren. Und dann will ich ihn ja natürlich dementsprechend im Bot-Modus haben. Das heißt, da muss ich ihn nochmal transformieren. Ja, aber er sieht schon richtig cool aus hier, der Megatron. Ich gehe gleich auch mal ein bisschen hier in die Nahaufnahme.
Ja, so richtig cool. Das hier ist ein bisschen, guck mal so. Das sieht auch doof aus. Ja, mal gucken, wie ich den noch richtig positioniere. Ja, oben sitzt dann der Igor. Ja, ein richtig, richtig cooler ja, Custom Transformer, ne? Von hier von der Leader Class. Ja, diese hier Studio Series 34 Leader Class, ne? Megatron. Richtig cool. Ja, dann gehe ich mal eben hier in die Nahaufnahme. Kann man ihn auch mal richtig schön von nah ansehen. Da sitzt der Igor. Ja, macht schon richtig was her. Besonders weil das halt ja, eine Custom-Variante ist. Finde ich richtig schick. Gucken, wo ich ihn dann platziere. Das Einzige, was mich halt stört, ist halt das hier hinten. Ne? Aber das ist ja jetzt nicht allzu schlimm. Das sieht man ja so ja auch nicht. Ja, aber das war es eigentlich auch schon gewesen zu diesem Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst, es gibt nur noch eines zu sagen: Anker lichten und ab dafür, Sammlerkameraden. Bis zum nächsten Video. Ahoi!